Ob wir es schaffen, innerhalb von 24 Stunden eine Ferienwohnung zu planen und einzurichten, das zeigen wir dir jetzt in diesem Video. Viel Spaß! Ich bin Niklas. Ich bin Falk. Wir sind der Fevo Butler und werden in diesem Video versuchen, diese Immobilie innerhalb von 24 Stunden in eine Ferienimmobilie bezugsfertig zu verwandeln. Damit wir auch komplett transparent den Weg zeigen und nichts auslassen, haben wir uns ein paar Regeln überlegt. Niklas, was sind die Regeln? Danke, dass du fragst, Falk. Die Regeln sehen so aus. Wir haben uns drei Phasen überlegt, in denen wir die Zeit tracken werden. Es gibt zuerst die Planungsphase, dann gibt es die Einkaufsphase und es gibt anschließend die Möblierungsphase. Und sobald wir mit der Planungsphase beginnen, also zu gucken, wie wir die Möbel in der nackten Wohnung hinstellen, dann werden wir anfangen, die Zeit zu tracken und versuchen, die Wohnung innerhalb von 24 Stunden fertig zu kriegen. Am Ende des Videos ziehen wir dann ein Fazit, in dem wir schauen, haben wir das geschafft, haben wir die Zeit gerissen und wie viel Zeit braucht es wirklich von einer nackten Wohnung hin zu einer kofferfertigen Ferienwohnung. Wir haben 24 Stunden Zeit, wir sind heiß und haben Bock darauf und legen jetzt los. Alles klar, viel Spaß. Bei der Planungsphase geht es darum, sich mit den Räumen auseinanderzusetzen, die richtigen Proportionen einzuhalten und dafür zu sorgen, dass der Raum nicht zu dunkel oder zu klein wirkt. Gleichzeitig müssen wir uns in die Lage des potenziellen Gastes hineinversetzen und uns immer wieder selber in die Wohnung hineinfühlen und hereindenken, wie es ist, selber darin zu wohnen. Ohne aber zu tief in das Thema Bedarfsanalyse einzusteigen, ist auf jeden Fall schon mal klar, dass jeder Gast eine schöne, helle und eine besonders einladende Wohnung bevorzugt. Um das zu gewährleisten, hast du bestenfalls bei deiner ersten Besichtigung ein Aufmaß gemacht oder hast dir einen Grundriss geben lassen, mit dem du jetzt arbeiten kannst. Dein Aufmaß kannst du dann anschließend benutzen, um es in eine 3D-Rendering-Software zu integrieren. Wir benutzen zum Beispiel eine, wo man die Möglichkeit hat, den Raum in einem 3D-Modell darzustellen, um so zu wissen, wie die Proportionen sich verändern, wenn man verschiedene Möbel hineinstellt. Das spart vor allen Dingen sehr, sehr viel Zeit, weil man vorab schon sehen kann, wie manche Möbel den Raum verändern. Du genau weißt, welche Möbel du für die Einkaufsphase brauchst und sparst darüber hinaus noch sehr viel Zeit, weil du nicht nochmal zur Wohnung fahren musst. Einen Teil der Planungsphase haben wir bereits in der Wohnung verbracht und den anderen Teil haben wir hier an dem Beamer und dem 3D-Software-Modell geplant. Das waren insgesamt 2 Stunden und jetzt beginnen wir um knapp 3:20 mit der Einkaufsphase. Diese Phase hat bei unserer ersten Ferienwohnung 2 Wochen gedauert. Und zwar 2 Wochen, in denen wir von morgens bis abends unterwegs waren, um ein 30 Quadratmeter Zimmer einzurichten. Also ein Einraum-Apartment. Warum hat das so lange gedauert? Wir hatten wenig Geld und haben alle Sachen oder einen Großteil der Sachen gebraucht von eBay Kleinanzeigen gekauft. Wir sind also zu allen Leuten hin, hat ewig lang gedauert. Mit der Zeit haben wir jetzt ein System entwickelt, mit dem wir versuchen, jetzt diese Wohnung innerhalb von 24 Stunden fertig zu machen. Wir haben ja jetzt die Wohnung schon geplant und wissen relativ konkret, was wir brauchen. Das heißt, wir gehen jetzt auf die einzelnen Plattformen und Webseiten, die sich so im Laufe der Zeit rausgekristallisiert haben, wo wir gerne Möbel kaufen. Wir stellen uns die alle hier ins Büro, also alle an einen zentralen Ort und erst wenn alles da ist, fangen wir an mit dem Aufbau. Und so hoffen wir, relativ viel Zeit zu sparen. So, wir haben die Einkaufsphase jetzt abgeschlossen und wir haben jetzt knapp nach 8:30. Ja. Es hat ein bisschen länger gedauert, als wir uns das ursprünglich vorgenommen hatten. Wir waren einmal in der Wohnung und haben mit Kartons, wie wir das immer machen, ein bisschen geprobt und da war für uns alles klar. Jetzt beim Einkaufen war dann irgendwie gar nichts mehr klar und wir haben es nochmal in den Floorplan eingetragen. Ja, und da mussten wir unseren Plan nochmal ein bisschen ummodeln. Das ist richtig. Das heißt, uns wurden jetzt weitere
6 Stunden abgezogen, plus die 2 Stunden, die wir in der anderen Planungsphase hatten, hieß 8 Stunden weniger auf der Uhr. Heißt, wir haben nur noch 16 Stunden Zeit jetzt, die komplette Wohnung einzurichten. Wird knackig. Wird knackig. Mal sehen, ob wir es schaffen. So, ich bin jetzt gerade im Auto auf dem Weg zur Wohnung. Falk fährt gerade mit seinem Wagen, weil wir die ganzen Möbel, die wir jetzt bestellt hatten, auf 2 Wagen aufsplitten mussten. Und freuen uns auf jeden Fall jetzt, die Wohnung in Angriff zu nehmen. Wir haben ja noch ein bisschen Restzeit und wir hoffen, dass wir es schaffen, in dieser Zeit die Wohnung fertig zu kriegen. Falk ist jetzt da und jetzt geht es los in die Aufbauphase. Das erste Auto ist leer und es ist jetzt genau kurz nach 9:30. Und jetzt kommt das zweite Auto. Ja, man sieht, der Niklas, der hat schon gearbeitet. Das sieht man genau hier. Man sieht, der Falk hat nicht gearbeitet. Sieht man nirgendwo. Sorry, siehst du das? Siehst du? So, es ist jetzt kurz nach 9:30. Also quasi noch mal eine Stunde vergangen, seitdem wir das letzte Auto ausgeräumt haben. Und wir haben uns Kaffee geholt. Perfekt. Das heißt, jetzt fange ich auch mal an zu arbeiten. Und wir bauen jetzt 10 Möbel. Geht's! Okay, Falk, was ist passiert? Nachdem ich jetzt gerade schon das einmal auseinanderbauen musste und wieder zusammenbauen musste da vorne, weil es die Anleitung so gesagt hat, hat IKEA jetzt den nächsten Superclou gebracht. Und jetzt muss ich dieses gesamte Ding einmal umdrehen. Die Füße müssen einmal auf die andere Seite, die Gartenrost muss einmal auf die andere Seite. Ich darf es eigentlich quasi nochmal komplett neu bauen. Das heißt, ich habe jetzt die letzte Stunde so richtig für die Tonne gearbeitet, nur weil die Anleitung für dieses Boxbett in dem Anleitungsheft hinten kommt. Das ist einfach richtig. Der absolute Klassiker bei der Wohnungseinrichtung, wie zum Beispiel jetzt, wir haben keinen Stromprüfer. Den haben wir irgendwie nicht mitgenommen und jetzt muss man extra in den Baumarkt fahren, um den Stromprüfer zu besorgen, um bohren zu können. Es ist jetzt genau 16.19 Uhr. Hier noch der Zeitstempel als Beweis. Wir haben heute über den Daumen 8 Stunden gebraucht. Das heißt, wie lange haben wir jetzt noch übrig? Jetzt haben wir noch 8 Stunden Zeit. Also nur noch 8 Stunden, diese Wohnung fertigzustellen. Und sind wir zufrieden? Wir sind auf jeden Fall super zufrieden. Aber wir haben überlegt, vielleicht schaffen wir noch das Fotoshooting mit reinzunehmen. Wer weiß. Wir sind gespannt, euch morgen die Wohnung zu präsentieren. Nächster Tag, hier der Zeitstempel. Weiter geht's. Also es ist jetzt 15.43 Uhr. Wir sind Niklas! Es ist jetzt 15.43 Uhr. Um 18.10 Uhr läuft unsere Frist ab. Das heißt, wir haben jetzt noch über den Daumen 2 Stunden Zeit.
Es wird dunkel. Mission completed. So, es ist jetzt 17.18 Uhr. Wir haben noch eine gute Stunde, bis unsere Zeit, unsere 24 Stunden ablaufen. Ein wunderschönes Gefühl und wir können mit Stolz sagen, wir sind fertig. Wir haben jetzt zwar schon die eine oder andere Ferienwohnung eingerichtet, aber waren selbst skeptisch, ob wir das in den 24 Stunden schaffen. Und zwischendurch hatten wir auch echt mal zwei, drei Hänger, ne? Ja, besonders also, die Planungsphase hat dann doch länger gedauert und die Einkaufsphase, als wir wollten. Der Moment, als wir festgestellt haben, dass das so, wie wir es geplant haben, einfach scheiße aussieht. Genau, es hat nicht funktioniert. Und das Problem war, wir sind gerade in der Corona-Zeit, viele Möbel sind gerade nicht verfügbar. Und weil wir momentan in so krasse Engpässe geraten sind, mussten wir halt mit dem, was wir haben, ein bisschen improvisieren. Genau, aber wir sind total zufrieden mit dem Ergebnis. Gut, der Fernseher hängt jetzt nicht an der Wand, sondern steht da drauf, aber ist auch gar nicht schlecht, ne? Gibt es weniger Ablagefläche. Das stimmt. Nee. Ja, das heißt, mit diesem Video haben wir bewiesen, es ist möglich, eine Ferienwohnung in 24 Stunden zu planen, dafür einzukaufen, einzurichten, zu shooten. Viel Spaß beim Nachmachen, würde ich sagen. Ganz genau. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch gerne ein Like da, abonniert unseren Kanal und wir sehen uns dann im nächsten Video. Genau, für mehr geilen Content. Ja, genau. Das habe ich gerade schon gesagt. Das, was ich gerade gesagt habe. Genau. Ciao.